Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play von Garden Paws. Ja, wir hüpfen jetzt mal frisch, fromm, fröhlich, frei aus unser Bettchen raus und schauen mal, scheint es jemand nicht so gut zu sein oder so in Lars' Shop. I took a walk by the shop the other day and you're selling very... Ja, danke. Also ich verkaufe sehr gut, beziehungsweise verkaufe gute Sachen, hat er gesagt. If you ever want to upgrade, ich glaube, das war doch schon mal drin, oder nicht? Da muss ich zu Frank kommen, wenn ich das upgraden will. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir das schon können. Weil, wie hier unten rechts sieht, ich habe offline, gehst du hier raus? Ich habe offline etwas weiter gespielt. Oh, wir müssen noch unsere, habe ich die Gießkanne in der Hand? Ja. Achso, ich drücke immer, ich war in einem anderen Spiel eben. Ja, ich merke schon. Ich drücke die ganze Zeit die Maustaste anstatt E. So, schön bewässern. Sehr schön, dann können wir das erstmal so lassen. Was ich ein bisschen, ja, seltsam fand. In einem anderen Spiel habe ich mit einem ganz anderen Charakter einer ganz anderen Welt weitergespielt. Konnte aber unten die gleichen Sachen benutzen. Ich muss mal eben schauen, noch ein bisschen Platz habe ich noch. Und habe das, was ich, also ich habe das mal getestet, das, was ich in dieser Welt verdient habe, habe ich komischerweise bei mir in dieser Welt jetzt angerechnet bekommen. Ist alles ein bisschen strange, finde ich. Was stand denn da jetzt gerade? Kann ich da so hoch? Nee, weil die rannte gerade so schnurstracks da hoch. Moment, dann nehmen wir uns doch hier von was mit. Ich will hier hoch. Ich will hier hoch. Da ist eine Chest. Gib her. So. Nee, das sind Baumstämme. Okay. Ja, wie gesagt, ich fand das ein bisschen seltsam, dass irgendwie alles, egal mit welchen Charm man das macht, kann ich ja eigentlich rein. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht ausprobiert. Ne, nee, komme ich nicht rein. Egal mit welchen Charm man das macht und egal auf welcher Farm man das macht und egal ob online oder offline, dass man scheinbar alles zusammen hier drin hat. Finde ich ein bisschen komisch. Also jetzt nicht schlecht, aber ein bisschen komisch. Ich höre hier doch irgendwo eine Chest. Hä? Ach, das war die auf dem Vorsprung wieder. Mm. Ach, jetzt will ich blocken, damit ich nicht so weit falle. Das kann ich natürlich nicht. Wir sind hier nicht in Teso. Komm, geh doch mal ein Stückchen runter. Ah, sehr schön. Okay, das sind jetzt leider nur die Blumen. Aber ich meine, gut, die Daisies verkaufen sich ja auch sehr, sehr gut. Plöpp. Du warst jetzt nicht Frank, ne? Du warst jemand anderes. Oh, doch, du warst Frank. Jetzt hänge ich hier gerade. Ja, man kann halt nicht gehen. Das ist ein bisschen blöd. Shop und talk to Frank. Okay. Had no idea. Construction shop. It's a lot of work, but enjoy it. Okay, also als er herkam, hat er keine Idee gehabt oder kannte er sich nicht aus mit so einem Construction Shop. Ich weiß gerade nicht, wie ich das übersetzen soll. Also das, was er halt tut. Aber er hat sich da so reingefuchst sozusagen. Sind das jetzt meine Upgrades? Dieses Chicken? Kann ich auch andere machen? Das könnte ich jetzt für 800 machen. Ich weiß nicht. Ah ja, das ist okay. Upgrade your shop size to attract more customers and sell more. 5 mehr Inventar, 5 mehr Energie. Das hört sich auch nicht schlecht an. Oh, was ist das? Neue... Ach, das ist aber, glaube ich, nicht für mich, sondern das ist wirklich für die... Also das hier ist definitiv für die Stadt, würde ich sagen, weil da steht neue Gebäude in dieser Stadt für Leute, die halt eben in der Mine arbeiten. Neue Gebäude, für Schmiedearbeiter. Dann für Farmer. Ich denke mal, dass ich dann da 5 Energie mehr durchkriege. Das weiß ich jetzt nicht. Ein Kostümshop könnte man theoretisch noch freischalten. Oh, 50.000. Das ist dann, denke ich mal, mein... Ja, das ist mein Haus, was dann verbessert wird. Ich weiß es nicht genau. Oh, es ist schon... Und hier kann man nochmal Blaupausen... Also was für Blaupausen kaufen, das ist schon krass. Jetzt haben wir hier einmal die Hühner für 500. Quatsch, für 800. Das können wir sogar beides kaufen.
Und das ist eh so teuer. Ja, dann würde ich sagen, kaufen wir doch direkt mal beides. Nehmen wir das. Unlock. Bird. Ja, ich weiß jetzt nur nicht genau wo. Ich gucke gleich mal bei mir zu Hause. Aber ich denke mal, dass das jetzt für die Stadt ist und nicht hierfür. Das werden wir auch kaufen. Frank will work on it. Ach so, ja, genau. Das ist noch die andere Sache. Der Frank wird jetzt daran arbeiten. Und dann am nächsten Tag, glaube ich, ist das Ganze freigeschaltet. Und dann kann man sich die Sachen auch angucken. Ich muss jetzt gestehen, ich bin jetzt hier gerade am gucken. Aber ich gucke gerade in einem völlig falschen Stapel. Weil ich das Spiel jetzt auch schon etwas länger nicht mehr gespielt habe und ich absolut keine, ach da ist es, absolut keine Ahnung mehr habe, wie ich das jetzt ausschalte. Mit F10 war das. Ah, okay. Ja, ich kann, warum ist das so nah jetzt? Das ist aber doof. Ach so, so war das, okay. Dann kann ich das nämlich mit F10 ausschalten und dann kann ich nämlich, wenn ich mich ein bisschen drehe, ich müsste mich eigentlich ein bisschen drehen. Achso, ich kann mich gar nicht bewegen. Okay. Könnte ich theoretisch jetzt ein Bild machen? Jetzt habe ich mal auf die Schnelle eins gemacht. Das sieht jetzt wahrscheinlich total scheiße aus, aber egal. Okay, dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Ja, dann haben wir schon mal unsere ersten zwei Upgrades gemacht. Das ist ja mega, mega cool. Und wir haben jetzt erst 10 Uhr. Ich weiß nicht, hier oben ist wahrscheinlich auch wieder neu, ne? Ja. Die nehmen wir dann auch direkt mal mit. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier wieder was machen kann. Eigentlich nicht. Es könnte sein, dass vielleicht irgendwo... Ach, das war wieder die, die mich so bekloppt macht hier. Die muss irgendwo im Baum oder im Stein drin sein. Aber die kann ich nicht benutzen. Ich wollte mich hier nämlich nochmal ein bisschen umschauen. Guck mal, da hinten. Da ist zum Beispiel einer, mit dem wir noch gar nicht gesprochen haben. Hallo, Mr. Jones. Howdy, Partner. Willkommen in der Stadt. I'm Jones, the Chicken Farmer, wie ich das anhört. Also er ist der Hühnerfarmer oder wie man das jetzt nennt. Er freut sich, mich kennenzulernen. Wenn ich jemals sehen will, wie kleine Hühner groß werden, dann soll ich bei ihm vorbeikommen. Hier gibt es auch... Achso, es gibt noch ein kleines Präsent von ihm, was ich gerade nicht sehe. Was hat er mir denn gegeben? Ah, er hat mir 10... wie heißt das übersetzt? Weizen, glaube ich, gegeben. Das ist ja cool. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann, ob ich überhaupt was damit machen kann. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass der mir das gegeben hat. Ja, nein, ich wusste es. Nicht da runterspringen. Guck mal, einmal da drauf und dann da drüber. Genau, so sollst du es machen. Und ich habe wieder keinen Platz mehr. Es war so klar. Jetzt kann ich die Pups gar nicht mehr mitnehmen. Was haben wir denn hier? Können wir irgendwas davon wegwerfen? Ja, die kriegen wir ja, die kriegen wir immer wieder neu. Ja, die schmeißen wir mal weg. So, ich hoffe, ich nehme jetzt... Nein, ich will... Genau, den will ich aufheben. Und den. Weil ich habe mir sagen lassen, dass man wohl später ganz viel davon braucht. Ja, die Federn, die kann ich natürlich jetzt auch nicht mitnehmen. Ja... Ja, komm, schmeißen wir, ja, komm, schmeißen wir die 2 Holz noch weg, weil die Federn, das Holz bekomme ich halt immer und die Federn bekomme, ach, das ist ein goldener Poop, ne? Nee, das war kein Scheißhaufen, sondern das war ein Tier. Okay, ich habe jetzt gar nichts gesagt, bei dem sind wir schon mal vorbeigekommen, ne, aber er hat... hier auch immer so ein Zeug drin. Wenn wir jetzt Pech haben, hat er noch ein Gold. Ja, er hat natürlich einen goldenen. Ah, nee, das ist ein goldenes Ei. Nein, halt, wo läufst du hin? Hallo? Wo habe ich den jetzt drauf gedrückt? Du sollst hier nicht einfach so... Ich wollte eigentlich auf I drücken. Ja. Ist halt scheiße, ne? Aber ich meine, es ist ein goldenes Ei... Die kriegen wir natürlich nicht so häufig. Nehmen wir den hier auch noch eben mit. Und die haben wir ja drüben auch eingesammelt. So. So, haben wir denn alles? Bis auf die Sachen, die wir gerne hätten, aber nicht mehr mitnehmen können. Gut. Dann können wir den Shop nämlich jetzt auch gleich... Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt irgendwas habe für einen Shop. Oh, Moment, da müssen wir nochmal kurz hoch. Oder auch nicht. Wir müssen einfach nur runter. Okay, die Sachen können wir auch mitnehmen.
Yay, da haben wir die ersten zwei Erweiterungen. Ich bin mal ganz gespannt, wenn ich jetzt einmal geschlafen habe, wie das dann aussehen wird. Ob das dann, was ich eher nicht glaube, bei mir ist. Ach, das können wir nicht mitnehmen, okay. Oder ob das. Ich kümmere übrigens auch später angeln hier, wenn ich eine Angelrute. Obwohl, ich habe ja eine Angelrute, Moment. Haha. Ich weiß aber gar nicht, wie ich angel. Das ist dann das nächste Problem. Ich habe. Ach, ich habe den Köder gar nicht dabei. Okay, gut, dann lassen wir das jetzt erstmal. Also man kann angeln, ich weiß noch nicht genau wie, aber ich habe keinen Köder dabei. Kann ich jetzt nehmen? Nee, oder? So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Die können wir direkt reintun. Die hier haben wir auch gesammelt. Die können wir auch stapeln. Ach, jetzt hat der. Oh. Immer wieder nimmt der meine Klamotten raus. Und nimmt die dann, also tut die dann auf den Kopf. Ich weiß nicht, was der Quatsch soll. Das können wir noch, das können wir, glaube ich, auch, genau. Und die Daisies, da müssen wir mal gucken. Die lassen sich ja gut verkaufen. Schmeißen wir mal einfach jetzt hier rein. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier schon was drauf, aber anscheinend nicht. Gut, dann nehme ich die Daisies raus. Purple Daisy, weiß ich nicht, ob man die gut verkaufen kann oder nicht, keine Ahnung. Ich nehme mal einfach die Blumen. Ich meine, vielleicht. Die hier kriegt man seltener. Ja gut, die kriegt man auch seltener, dieses Pink Leaf, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt machen sollte. So, das können wir noch stapeln. Und Purple Daisy. So, hereinspaziert, hereinspaziert und keine Sau kommt. Das finde ich aber nicht nett. Hallo Leute, da hinten kommt einer. Ich stelle mich schon mal auf die Kasse. Vielleicht kann ich ihm was verkaufen. Oh, schön, er nimmt Blumen mit. Dankeschön. Eigentlich müsste ich ja jetzt was craften. Also das als kleinen Tipp. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das jetzt in der letzten Folge noch gesehen haben. Am besten ist es, wenn ihr gerade am Anfang ganz viel Werkzeug macht. Ihr müsst mal gucken im Inventar. Ne, im Inventar nicht. Doch, im Inventar konnte man craften. Doch, hier. Da steht ja hier immer, wie viel ihr dafür bekommt. Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel auf die Steinaxt geht, da bekommt ihr 30 für. Für den Hammer auch. Für die Angel bekommt ihr schon 35. Ist natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich. Und ich habe viele, viele von diesen, ich glaube, von den Äxten oder so verkauft, sodass ich dann ganz schnell auf 100 hoch war. Und ja, mit der Zeit habe ich dann halt auch noch andere Sachen verkauft, die ich dann gemacht habe. Die sind so eigentlich immer am besten, weil hier bekommt man halt für die Blumen immer nur 10 Coins. Ich muss mal gucken. Ja, okay, er nimmt jetzt natürlich eine Blume, sind dann 10 Coins. Das ist natürlich schon. Wenn man so viele davon hat, verkauft man die natürlich gerne. 30 hier für die Purple, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Die Purple-Blumen da hinten. Also das ist auch schon viel, muss man sagen. Mit den Blumen kann man, also zumindest die Purple-Blumen, Purple Daisy, genau so heißen die. Mit denen kann man eigentlich auch schon ganz gut Geld machen, wenn sie denn verkauft werden, natürlich. Ne? Also es ist immer so ein bisschen, ja, die Frage, den finde ich total süß. Der hat eine richtig geile Farbe hier. Mit diesem Pink-Weiß. Möchtest. Hallo! Man rennt nicht einfach durch fremde Leute durch und auch nicht durch fremde Leute Kassen durch. Geht es noch hier? So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Wir haben ganz viele Daisies und Purple Daisies, die verkauft werden wollen, die ein neues Zuhause suchen. Kommen Sie alle rein, kommen Sie alle herbei. Ja, guck du dich noch mal um und dann kauf bitte auch was, ja? Wir sind hier nichts für Schmarotzer hier. Hallo, sieh da hinten. Das hell-weiß-rosane Füchschen oder was da hinten läuft. Nee, das ist, glaube ich, ein Eichhörnchen, oder? Kommen Sie bitte, darf ich Sie an die Beke titten? Wer kennt diesen Spruch noch? Wenn ihr noch wisst, was ich damit meine. Was ich damit meine und woraus das Ganze war. Also wenn ich jetzt sage, woraus, also wenn ich den Namen sage, die Kategorie sozusagen sage, dann wisst ihr ja quasi, was ich damit meine. Dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare rein. Mich würde mal interessieren,
ob ihr das kennt oder nicht. Da haben die Leute mich auch immer gesagt, darf ich sie an die Beke titten? Ja, komm. Du sollst eine Blume kaufen. Jetzt geh wieder zurück und kauf dir so eine scheiß Blume. Aber zackig. Los. Nimm dir eine und bezahl die. Sofort. Genau, nimm die teure. Nimm die Purple Daisy. Nein, die andere ist schöner. Da rennt er wieder weg. Ich glaube es nicht. Ich will doch was verkaufen. Hallo. Der Teddy, der will doch bestimmt so eine Purple Daisy, oder? Aber es ist komisch. Also, die Prue hatte mich schon darauf angesprochen, ob das bei mir auch so ist, dass die immer so am Zucken sind. Dass sie nicht mehr so, der möchte eine Purple Daisy. Dankeschön. Weil die ja doch sehr seltsam irgendwie laufen. Also die, manche laufen wie Dave zum Beispiel, der läuft ganz normal. Und manche, wie da hinten, der mit dem hellblau-schwarzen, der stockt dann immer so zwischendurch. Und ich habe gedacht, das wäre jetzt normal, weil ich das ja auch von Anfang an hatte. Aber es ist offensichtlich nicht normal. Also normalerweise wäre es wohl, wenn alle, ja, normal laufen würden. Mein Lieblingswort heute Abend. Nee, aber also es wäre wohl normal, wenn die halt so laufen würden, wie der jetzt gerade weggelaufen ist und nicht diese stockende, wie der da hinten, dieser Weiße, das jetzt schon wieder hat. Keine Ahnung, was das ist, ob die irgendwo Mist gebaut haben. In einer halben Stunde schließen wir. Bitte kommen Sie alle näher und schauen sich die Blumen nochmal an und kaufen sich die Purple Daisies, bitte. Weil das sind die teuersten und die schönsten. Die sollt ihr alle haben. Wenn die jetzt natürlich so am Stocken sind, dann kommen die auch nicht rechtzeitig hier an. Das ist doch ziemlich ätzend, muss ich sagen. Eine Purple Daisy für Sie? Nein? Aber du hast so lange gebraucht. Komm, du kaufst dir doch... Jetzt haut der ab. Das gibt's doch nicht. Was sind das alles für komische Kauze hier? Die kaufen ja gar nichts. Jetzt sind sie wieder weg. Und ich konnte gar nichts mehr verkaufen. Ich finde das eine Sauerei. Nein, ich will nicht immer so nah. Ich will... Hallo, ich will... Ach so. Ja, ich weiß auch wie. Nee, mit ASWD war das so. Auch das ist doch eine blöde Einstellung, Mann. So, okay, ganz so wollte ich das. Das ist eine schöne Einstellung. Da können wir ein schönes Erinnerungsbild mitmachen. Ja, alles ist noch so ein bisschen holprig, man merkt es schon. Na gut, wenn der jetzt sowieso geschlossen ist, dann würde ich sagen, die stapeln wir mal übereinander. Und nehmen die erstmal für morgen. Ich weiß nicht, ob ich die brauche oder nicht brauche für irgendwas zum Craften. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht geguckt. Die sind, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Ich meine, die geben auch relativ gut Geld. Ich habe nämlich ein oder zweimal versucht zu verkaufen. Das ging eigentlich recht gut. Ich müsste jetzt nochmal eben gucken. Ich habe nämlich, doch Holz habe ich noch, Steine aber nicht mehr viele. Da müsste ich jetzt eigentlich gucken, dass ich noch mal ein bisschen... Achso, den kommt man ja nicht nehmen da vorne, ne? Dass ich eigentlich noch mal so ein bisschen unterwegs Steine pflücke. Steine pflücke, genau. Ich habe gerade die Blumen gesehen, habe gedacht, ich muss die Blumen pflücken. Und sage dann, dass ich Steine pflücke. Ja, warum auch nicht? Ich meine, Steine sind auch was Schönes. Manche Leute sammeln Steine. Warum sollte man die nicht auch pflücken dürfen, ne? Mein Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich sehe aus wie ein Gärtner. Kann ich auch pflücken. Egal was, ob ich jetzt Holz pflücke oder Blumen pflücke oder Steine pflücke. Steine pflücke, genau. Oh, ihr merkt schon, ich habe es heute irgendwie... Ich weiß nicht. Aber es ist auch schon sehr, sehr spät. Oh, den habe ich noch bekommen. Okay. Nicht nur im Spiel ist es spät, auch im wahren Leben ist es spät. Nur... Ihr habt mich gebeten, nochmal ein paar Folgen aufzunehmen und hochzuladen. Und ich habe mir gedacht, klar, ich meine, ich spiele das Spiel recht gerne, auch wenn es natürlich ziemlich eintönig jetzt im Moment noch ist. Aber, naja, gut, das werden wir dann... War das nicht hier mit den Steinen? Ist da jetzt kein einziger, den ich jetzt holen kann da hinten? So, das war... Doch, hier, meine ich doch. Weil hier sind nämlich so zwischendurch immer mal wieder so ein paar hellere Steine, die man normalerweise einsammeln... Okay, der jetzt nicht. Die man normalerweise einsammeln kann. Doch, Moment, jetzt hier kann ich wieder. Und da wir nach Möglichkeit natürlich
die Ausdauer verbrauchen sollten, alles eingesammelt haben sollten bis zum nächsten Tag, weil da müssen wir vorher am besten noch mal was craften. Weil die gehen doch recht gut, muss ich sagen. Also die... Kann ich das hier nicht... Moment. Das war aber drinnen, oder? War ich hier schon mal drin? Ich glaube nicht, oder? Ich höre hier immer noch die... Ist die jetzt in der Wand verbuggt, oder was? Oh, ich war hier noch nicht drin. Hallöchen. Ah, er sieht, dass ich neu bin hier in Florenz. Ja, welcome, Lad. Keine Ahnung, das soll vielleicht eine Abkürzung für Lady sein oder so. Es gibt nicht nur Blumen und Exkremente, fürchtet er. Da gibt es auch noch sehr gefährliche Sachen, die hier überall ihr Unwesen treiben. Zum Beispiel in dem, Käfer ist eigentlich Käfig, den er beschützt. Also eine Höhle, denke ich mal, meint er. Ich denke mal, da hinten das Teil meint er. Ich soll mir aber keine Sorgen machen, weil er dafür sorgt, dass keiner der Monsters, der Monster entkommt. Wenn ich sie aber bekämpfen möchte, dann soll ich das tun und dann soll ich, dann wünscht er mir viel Glück, wenn ich in den Dungeon reingehen möchte. Ich werde dort sehr guten Loot finden. Ja gut, das würde mich jetzt schon reizen. Da ist er sich sicher, aber... Also den ich dann auch verkaufen kann im Shop, aber es ist sehr gefährlich. Ja, ich glaube, ich kann mir aber keine Waffe machen bisher, ne? Ich habe immer nur die Sachen hier machen können. Wenn ich denke... Achso, wenn ich denke, dass ich dem gewachsen bin, dann kann er es mich lernen. Ich weiß nicht, was er mir jetzt lernen will, da reinzugehen oder so. Ich soll noch eine Nacht drüber schlafen und ihm dann später meinen Wunsch offenbaren. Ja, cool. Da kann ich... Oh, doch, die kann ich aufmachen. Achso, die kann ich ihm geben. Ja gut, ihm will ich ja keine Sachen geben. Ich will ihm höchstens was klauen hier. Aber, ja gut, wir sind ja nicht so gemein. Das kann ich auch anscheinend gar nicht. Aber das hier regt mich jetzt ein bisschen auf. Ich höre hier die ganze Zeit. Und die ist bestimmt wieder irgendwo verbuggt oder so. Vielleicht ist die auch komplett auf der Rückseite. Das weiß ich jetzt nicht. Es ist schon ziemlich spät. Der ist gleich wieder am Meckern. Dass ich ja eigentlich ins Bettchen müsste. Hier oben ist auch nichts, ne? Ne, das ist die eine, die ich schon geholt habe, glaube ich, hier oben. Ja. Ne, doch nicht. Ach, vielleicht war das auch die Truhe, die ich unten gehört. Oh, was ist das denn? Black Cat Skin. Okay. Schwarze Katze. Wo soll man das denn drauf tun? Auf den Kopf, oder? Nee, kann man nicht. Okay. Das habe ich auch noch nie gesehen. Aber ich möchte es jetzt auch nicht direkt verkaufen, weil ich nicht genau weiß, was das jetzt ist und was das jetzt, ob das nur kosmetisch ist, also eine optische Auswirkung hat oder vielleicht noch eine andere. Vielleicht kann ich damit ja die Katzen irgendwie zu meinen Haustieren machen oder so. Da unten war, glaube ich, auch nochmal Flint, ne? Das würde ich schon gerne herausfinden. Das werden wir auch herausfinden. Aber nicht in der nächsten Folge, wie ich fürchte. Beziehungsweise wir müssen uns jetzt gleich erstmal schlafen legen. Ich weiß, dass die Folge jetzt ein bisschen länger ist. Aber ich will nochmal kurz so ein paar Sachen mit meiner restlichen Ausdauer hier holen. Kann man den hier auch mal? Ja, kann man. Perfekt. Wenn ich das übrigens richtig gesehen habe, glaube ich, kommen die Bäume, die man weggemacht hat, auch immer wieder. Also da soll man sich jetzt keine Sorgen machen. Es ist dann nicht auf einmal kahl um uns herum. Die scheinen auch immer wieder zu kommen. Zumindest bei den anderen war es so. Ich denke mal, bei uns dann auch. Oh, ganz wichtig. Hier ist noch ein bisschen Holz. Das kann man, glaube ich, nicht machen. Nee. Ja, ich weiß, dass ich wenig Energie habe, aber was soll ich machen? So. Ich will die ganze Energie erstmal leer haben und dann gehe ich ins Bett.
Ja, es war klar. Na gut, dann kann der Baum noch leben. Das ist doch auch etwas Schönes. So, dann schmeiße ich die Sachen... Was war denn das jetzt? Ach, das war noch eine Blume, okay. Dann schmeiße ich die Sachen... Moment, die könnten... Nee, das ist voll. Okay, da kann ich dann nichts reinmachen. Dann schmeiße ich die wirklich in die Truhe. Ach so, genau, was mir gerade einfällt. Hier ist jetzt kein Flint drin. Fieber, das haben wir jetzt hier auch nicht. Ich habe nämlich... War das... Ach so, habe ich hier gar nicht gemacht. Ah, das war in der anderen Version, wo ich mal für mich ein bisschen ausprobiert hatte. Okay, weil da hatte ich nämlich eine Holzchest gemacht. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, die hat auch gar nicht so viel gekostet. Small Chest. Da brauche ich einmal das. Das geht ja auch noch. Und einmal... Ach so, ja, da sehe ich ja daneben. Da brauche ich im Prinzip nur das Holz. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, dass wir das morgen machen. Die kann man übrigens auch sehr, sehr gut verkaufen, die Holzchests. Also da weiß ich jetzt immer noch nicht, was das ist. Geode hatte ich bei dem anderen aber nicht. Ach so. Dann habe ich mir auch hier noch gar keinen Angelköder gemacht. Ja, ich sag das alles so schön von wegen, ich habe das schon gemacht und das liegt in der Truhe. Dabei habe ich es noch gar nicht. Na gut, dann halt eben nicht. Dann lassen wir das erstmal so drin. Mit dem goldenen Ei, ach nee, mit dem goldenen Bub, also mit dem Scheißhaufen, da konnten wir noch eine schöne Überraschung machen. Mit dem goldenen Ei, glaube ich, können wir gar nichts machen. Ich bin mir jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht so sicher. Ich werde jetzt auf jeden Fall für heute erstmal ins Bettchen gehen und dann werden wir den, dann werden wir den Rest, am anderen Tag machen. Ach so. Ja, oder so. Also, ich durfte jetzt nicht selber ins Bett gehen, um mich auszuruhen. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt nicht ins Haus gegangen wären, ich habe jetzt nicht auf die Uhrzeit geachtet, hätten wir uns wahrscheinlich irgendwo draußen hingelegt und wären am Schlafen oder so. Können wir aber beim nächsten Mal mal ausprobieren, dass wir einfach draußen bleiben bis nach 22 Uhr und ja, mal gucken, ob sie sich dann hinlegt und dann wirklich schläft oder nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Kleine Anmerkung noch, es wird auf jeden Fall weitere Folgen geben. Ich habe nur das Problem, dass im Moment immer mal wieder die Handwerker hier im Haus sind. Ich nie wirklich weiß, wann sie kommen. Also im Moment ist es wirklich, ja, nervig. Und ich habe abends normalerweise keine wirkliche Zeit zum Aufnehmen. Heute ist jetzt meine Aufnahme, weil wir es früher beendet hatten mit der Aufnahme. Weil wir auch fleißig noch DBD natürlich am Aufnehmen sind nebenbei. Und da die Quests bzw. den Spalt und so weiter machen. Und tagsüber bin ich jetzt im Moment ein anderes Spiel am Suchten. Wirklich am Suchten. Das ist ein 3D-Point-and-Click-Adventure in bester HD-Qualität. Einfach, einfach geil. Das wird auch demnächst hier im Channel als Let's Play laufen. Falls euch sowas interessiert, schaut es euch auf jeden Fall an. Ich finde es richtig klasse gemacht. Ich habe heute zum Beispiel auch ein Rätsel gemacht, wo ich gedacht habe, ey, wollen die mich verarschen? Aber wirklich so klasse gemacht. Ich will nicht zu viel davon erzählen. Das heißt Siberia 3, könnt ihr euch ja vielleicht mal merken. Kommt wahrscheinlich dann in Abwechslung mit, also wenn Life is Strange 2 zu Ende ist oder so. Muss ich mal gucken, je nachdem, wie lange das dauert. Falls was anderes vorher schon ausläuft, dann werde ich es dann machen, weil es ist wirklich ein Hammer, Hammer-Spiel. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sorry, dass die Folge heute so lange gewesen ist. Danke für jeden, der bis zum Ende mitgeschaut hat. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.